Our long-awaited meeting has come at last. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master. Only a master of evil, God. Your powers are weak, old man. You can't win, Darth. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Then I will show you the true nature of the Force. Freunde, Tron hier zum nächsten Let's Play von Star Wars Interworlds und wir machen noch direkt weiter. Let's go! Ich würde mal sagen, wir fliegen jetzt hier oben noch hin zu dem Raumdock. Ich will mal gucken, was die für Schiffe im Angebot sind, weil wir haben ja ein bisschen Geld und ich würde mal sagen, wir müssen auf jeden Fall ein paar Schiffe kaufen, damit die mal anfangen für uns zu arbeiten. Gibt es 18 Milliarden. Genau, das Zugangstor müssen wir jetzt erstmal suchen. Was haben wir hier? Kriegst du nicht angeklickt? Na, irgendwie hab ich sie nicht angeklickt bekommen. Okay. Da ist wohl ein Bug unterwegs. Sehr schön. Nee, wir müssen, ich denke mal, mehr in die Richtung. Jawohl, Waffen funktionieren auch. Und da vorne haben wir schon Beschleuniger.
Dann kommen wir dann noch darüber. Und hier sehen wir ja schon, hier ist ja alles aufgeklärt. Da müssen wir nichts mehr suchen, so wie jetzt vorher in dem vorigen Let's Play. Und ich hoffe, das Intro hat euch mal wieder sehr gefallen. Superhighway. Profitabler Handel. Ja, ich musste gerade einen Teil rausschneiden, weil ich da einfach gerade mal Unsinn geredet habe. Sorry, Leute. Das war gerade bei dem Sprung. Oh, was haben wir denn da? Das ist nicht unbekannt. Das ist einfach ein Sternzerstörer. Corporate Security Division. Aha. Hey! Nein! Ich wollte mir gerade ansehen. Dann geht er in den Sprung. Na toll. Ich wollte mich nicht ansehen. 18 Milliarden. Was haben wir denn hier? Ah, Akklamator. Sehr nice. Auf jeden Fall. Rebellenallianz. Überall. Erreiche System 18 Milliarden. Ja, gehen wir erstmal zum großen Dock. Da will ich auf jeden Fall erstmal wissen. Wir müssen einmal da gewesen sein, damit wir da auch von der Karte aus kaufen können. So wie jetzt zum Beispiel hier. Hier waren wir ja schon. Und jetzt drauf könnte ich theoretisch hiervon kaufen. Das müssen wir hier auch machen. Unbekanntes Schiff. Oh nein. Oh, das Venator. Oh Mann. Ich will dieses Schiff haben. Ich liebe dieses Schiff. Früher habe ich den Sternzerstörer geliebt, aber seitdem es ja die Klonkrieg gibt und diese Schiffe hier, ich liebe sie einfach. Oh Mann, ich will unbedingt so einen haben. Oh, der sieht einfach so gut aus. Leute, davon muss ich einen Screenshot machen. Das sieht einfach so gut aus. Ach, wie geil. Wie Trümmer dann hier landet. Ach, wie geil. Geil. Ach, wie geil. Guckt euch mal die Jedi-Fighter an. Den hier. Den hatte ich früher als Lego, hatte ich den. Und den auch. Oh mein Gott. Das gibt's doch gar nicht. Die hatte ich früher als kleiner Bub. Hatte ich die als Lego. Da habe ich die tatsächlich dran gemacht. Hier mit dem bin ich Stellgun geflogen. Oh, wie fett. Der sieht aber auch so cool aus. Selbst auf der Karte sieht er so mega geil aus. Warum? Warte mal. Kooperative. Warum? Ach, weil wir noch bei minus... Ach, nee. Nee. Was rede ich da? Welche... Was ist passiert? Ja, kriegst du gegen mich. Security, ach, das ist die Security Division. Ach so. Dann habe ich recht gehabt. Genau, wir brauchen da, wir müssen die mindestens noch ein Level runterleveln. Damit wir dann bei denen, ach, deswegen konnten wir trotzdem. Ah. Schiffswerft. Okay. Ja, vielleicht haben wir gerade Glück und finden hier einen Kriminellen, den wir gerade abschießen können. Ne, ich finde viele Rebellen. Schiffswerft. Aber mit denen will ich jetzt hier keinen offenen Krieg anfangen. Fliegen wir eher mal zu einer Station, zum Beispiel zu der da vorne. Dass wir einen Kriminellen gerade mal mitnehmen. Weil dann können wir nämlich doch von der Karte aus auch bei denen hier, obwohl wir noch nicht einmal da waren, Schiffe kaufen. Nur das, ja, okay. Graphenraffinerie. Das ist Sector Authority, aber gut, das ist ja egal. Aber bei den anderen wollen wir, bei der Schiffswerft wollen wir kaufen.
Ja, der wird uns als Feind angezeigt. Wenn ich natürlich jetzt hier durchschalte durch die Feinde, ich will natürlich die Kriminellen einschaden. Ich sehe schon, hier ist auch so gut wie gar kein Verkehr. Dann kann natürlich schlecht auch einer auftauchen. Mal zur nächsten Station. Bisschen Verkehr. Der will immer noch da hinten den Republikanischen anvisieren. Das will ich aber nicht. Na komm schon, Leute. Nur einen einzigen. Okay, ich habe anscheinend gerade mega, mega viel Pech. Also wir brauchen eine Mission von der Division. Das bringt uns jetzt gerade wenig. Oder? Ja gut. Also die beiden ersetzen ja Teladi. Bei denen müssen wir uns so gut stellen, aber da oben, bei denen können wir theoretisch ein Schiff auch mal kaufen. Mal gucken, was die so haben. Fangen wir mal mit dem S an, ja, die haben diesen typischen Slongwing-Bomber. Rebellen. Longwurp-Speer. Okay. Ja, da ist er. Oh, da ist er. Kann ich mir noch nicht holen. E-Wing. Ah, wisst ihr was, ich müsste eigentlich mal... Ey, das wäre so geil. Ich müsste eigentlich mal mein Flaggschiff müsste ich mal herholen. Wisst ihr, und dann diese ganzen kleinen besonderen Jäger da drauf parken. Das wäre natürlich cool, so die so sammeln. Das wäre nicht schlecht. Oh, die Textur von dem irgendwie simpel, aber auch irgendwie cool, gefällt mir. Da seht ja die hier schon... Oh. Ich verstehe nicht, warum die das eigentlich noch nicht mal verbessert haben durch das Update. Ich meine, das ist doch nur ein Texturpaket. Das ist doch easy peasy. Ich verstehe das manchmal nicht. Weil es sieht ja wirklich noch schrecklich aus. Muss ich den Leuten immer um die Arme helfen? Also der gefällt mir gar nicht und ich finde auch, der passt hier überhaupt nicht rein. Der erinnert mich an so ein Schiff aus Elite Dangerous. Wer hat hier nichts verloren? Okay, den kenne ich jetzt irgendwie noch gar nicht, aber der sieht irgendwie cool aus. Okay. Ja. Oh, Leute. Dafür muss ich auf jeden Fall leveln bei denen. Den will ich unbedingt haben. Nehme ich dich. Bei den M-Schiffen. Die ist auch geil, die Corvette. Ah.
Wow. Schon nicht schlecht. Es sind Transporter und Schürfer. Da werde ich aber wohl jetzt gleich welche kaufen. Damit wir hier mal ins Geschäft gehen. Und nämlich Geld. Ja, ja, hier haben wir 1:1, haben wir den Millennium Falcon, meine lieben Freunde. Und das ist lustig, ich könnte mir den sogar kaufen. Ich könnte mir sogar den Millennium Falcon kaufen. Gut, nur Hüllenteilprobleme haben sie. Weil selbst die Schwere. Was kann der denn? Containerlager. Ich könnte ihn erstmal als Händler einteilen. Also natürlich selbst mal ausprobieren, aber dann als Händler einteilen. Oder vielleicht selber die ganze Zeit. Weiß ich nicht. Das wäre natürlich krass. Ja, ja, ja. Ich brauche hier noch eine Waffe. Ich habe die Lizenz noch nicht dafür. Ja, ich kann es nicht anders da, Leute. Wenn ich schon sowas bauen kann, dann mache ich das natürlich. Bei den kann ich auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt gut mit dem bin. Jetzt ist die Sache, wie viel habe ich denn jetzt? 1,7. Könnte ich da wenigstens... Gut, gut, läuft der unter Transporter, stimmt. Ah, ne, ich glaube, das wird nichts mehr, aber ein Schürfer müsste noch drin sein, eventuell, oder? Echt? Ja, tatsächlich können wir noch einen Schürfer holen. Oder geht es halt nur um den Antrieb? Der ist nun. Was ist hier? Ah, der ist besser schon. Ja, klar. Schilde ist hier maximal. Apple Laser. Der wird sogar gerade noch so gehen, tatsächlich. Oder auch nicht. Ja, eigentlich soll ja eine Crew an Bord sein. Das heißt, ich müsste was abziehen. Ich erstmal hier den. Oh, da muss ich ihn später aber unbedingt verbessern. Schlecht. Das dauert natürlich. Ah, okay. Das ist die Pretender, die hängt hier hinten noch rum. Ich will die, wie gesagt, selber durch die gefährlichen Sektoren fliegen. Das will ich nicht der KI überlassen, sonst habe ich bald ein kaputtes Schiff. Ich würde mal sagen, ich könnte eventuell doch jetzt Missionen machen. Schauen wir mal. Einsehen Sie dieses Daten, die wir sehen. Kommerzpunkte, Lohnung 322.000. Halten du wahrscheinlich die Person einschüchtern musst. Wo ist denn das? Im nächsten Sektor ist das. Nahrung, Präsenz zeigen, patrouilliere 18 Milliarden. Also hier, das gibt aber zu wenig und das dauert auch zu lange. Das sind mal so 20 Minuten. Ja, ja. Ich wusste, dass ich auf Sie zähle. Machen wir das mal. Ja, rein, Schäfer. Unbekanntes Schiff. Ja gut, ich hatte ja auch in der letzten Folge gesagt, ich will mir ja diese ganzen Sektoren hier sichern. Auf jeden Fall mich mit denen allen anfreunden, damit ich hier überall wirklich Handel betreiben kann. Das muss ich auf jeden Fall mal angehen, Leute.
Warum markiert denn der? Ach, der ist schon. Hä? War der nicht eben hier? Wurde der nicht eben hier angezeigt? Ach, tatsächlich, der ist einfach an mir vorbeigesprungen. Ja, cool. Dann sollte ich den natürlich einholen. Wo will der denn hin? Ach, sag nicht, der will auch reinspringen. Mal schauen, ich tue den erstmal anfunken. Ein Datenpaket sollen wir wieder besorgen. Was wollen Sie? Soll das lustig sein? Ich versuch's nochmal. Was wollen Sie? Soll das lustig sein? Ich speichere mal, ich weiß jetzt nicht, was jetzt passiert. Nein, 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 nein. Oder ist das der Richtige? Ja, okay, ist der Richtige. Ich wollte jetzt nicht hier einen normalen X-Field Foundation Spielstand überschreiben. Das wäre eine Vollkatastrophe gewesen. Also gut, dass ich auf jeden Fall eben gespeichert habe, denn ich habe es nämlich gerade schon versucht. Oh, und das geht nach hinten los. Also die ganze der ganze Sektor war da mit mir befeindet und hat mich angegriffen. Also das funktioniert überhaupt nicht. Deswegen breche ich die Mission dann jetzt auch an der Stelle ab. Weil das ist einfach, das passt jetzt einfach nicht für mich mit den Fraktionen hier in den ganzen Sektoren anfreunden und so, um mir die jetzt zu feinden, Mann, das ist einfach so ein Blödsinn. Was haben wir denn hier? Liefra 15 instabile Kristall. Zerstöre Lasertürme. Wenn Sie denken, dass Sie das schaffen. Was haben wir drüben? Das könnten wir auf jeden Fall machen. Noch ein bisschen Geld. Stromboje. Profitabler Handel. Da machen wir uns wenigstens niemand zum Feind. Erreiche System. Profitabler Handel. Profitabler. Ach, ich muss hier runter. Okay, dann weiß ich Bescheid. Haben wir wieder einen Sternzerstörer, Star Destroyer, genau. Müssen hier runter. Da, ich sehe sie schon, die Verbindung da vorne. Unbekannt. Erreiche profitabler Handel. 1. Ja. Und ganz am Ende. Wie viel haben wir? Steht noch keine Anzahl. Aber kann man das auch so zählen? Würde ich jetzt 5 zählen. Aber das geht schnell und da gerade über 200.000 Grad bekommen, das geht. Schauen wir mal, wie nah ich ran muss.
schon ein bisschen. Ich denke mal, wie gesagt, immer so 2 Kilometer. Stoppen Sie Ihren Angriff unverzüglich. Das wird ernsthafte Konsequenzen für Sie haben. Was denn? Hier ist die Sektor. Ist nicht euer Ernst. Hightech-Fab-Laserturm Mark 1. Laserturm Mark 1. Laserturm Mark 2. Ich schieß noch nicht. Laserturm Mark 2. Okay, oh. Bei der Security Division, oh. Direkt plus 2 haben wir bekommen. Cool. Das hat sich gelohnt, meine Freunde. Okay, ich würde mal sagen, das war's dann jetzt erstmal mit dieser Folge. Wie gesagt, es geht langsam voran. Das ist aber ganz normal in X4 Foundations. Man muss sich halt langsam hocharbeiten. Ich kann es nur immer wieder betonen. Bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde. Macht's gut und ciao, ciao.